bei Gonat Rose. Unsere Produkte sind 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Jetzt bei RFH aktuell am Dienstag. Das sind unsere Themen heute. Fairplay wird großgeschrieben. Sparkassen-Soccertour macht Station in Wernigerode. Tradition feiert Jubiläum. 40 Jahre Werkstätten für Denkmalpflege Quedlinburg. Ein Beispiel für das neue Bauen am Bauhaus Dessau. Ausstellung erinnert an eines der ältesten Flussbäder Deutschlands. RFH. Informativ, aktuell, näher dran. Fairplay wird großgeschrieben. Sparkassen-Soccertour macht Station in Wernigerode. Die Wernigeröder Stadtfeldhalle ist diesmal der Treffpunkt von fußballbegeisterten Kids und Jugendlichen. Sie wollen sich in den Vorrundenspielen für den Landesausscheid in Stendal bzw. für das Finale auf der Insel Rügen qualifizieren. Im vergangenen Jahr war Thale der Austragungsort, in diesem Jahr ist es zum wiederholten Mal die bunte Stadt im Harz. Ohne eine finanzielle und organisatorische Unterstützung wäre solch eine Veranstaltung nicht möglich. Seit 2009 unterstützt die Harzsparkasse den Soccer Cup und davor bereits die Spiele der Soccer Liga. Wir unterstützen die Sparkassen Fairplay Soccer Tour sehr gern, weil wir junge Menschen darin bestärken möchten, fair, menschlich und sozial miteinander umzugehen. Fußball verbindet Menschen und auch das ist unser Anliegen. Wir sind ja auch der ganz große Sportförderer in der Region. Mit welchen Aktionen unterstützen Sie diese Veranstaltung? Also heute zum Beispiel, dass wir Nudeln ausgeben, Getränke, dann haben wir Preise, wir haben Urkunden erstellt. Wir sind den ganzen Tag von Aufbau bis Abbau mit dabei und kümmern uns um die jungen Spieler. Das Team der Deutschen Soccerliga ist wieder zu Gast, um die besten und fairsten Mannschaften zu ermitteln. Jeder kann mitspielen. Es gibt keine Zugangsvoraussetzungen. Es ist schon hier im Harz so eine gewisse Tradition geworden, dass wir hier sind mit der Sparkassen Fairplay Soccer Tour. Und je nachdem, in welcher Stadt wir sind, wir haben immer ganz viele Mannschaften aus, wie gesagt, dem ganzen Harz, nicht immer nur aus einer Stadt, in der jeweiligen Stadt, in der wir sind. Und ja, das hat sich hier so ein bisschen rumgesprochen und es macht den Kindern einfach Spaß. Wie geht es für die Sieger dieses Turniers weiter? Die qualifizieren sich für das Qualifikationsturnier Sachsen-Anhalt. Das findet jetzt am kommenden Sonntag schon statt in Stendal. Sollten sie da verhindert sein, könnten sie auch noch versuchen, in 2 Wochen am Sonntag nach Dessau zu kommen. Und da können sie sich dann wieder weiter qualifizieren für unser großes Bundesfinale auf die Insel Rügen. Mit welchen Spielregeln müssen die Kinder klarkommen? Naja, wir haben ja wie gesagt hier einmal die sportliche Wertung. Wir geben ganz normal Punkte für Unentschieden und Siege. Aber wir haben auch für uns eine ganz wichtige zweite Wertung dabei, die sogenannte Fairplay-Bewertung. Das heißt, jede Mannschaft erhält vor jedem Spiel 6 Fairplay-Punkte. Und die gilt es auch nach den Spielen noch im Optimalfall zu haben. Sollten sie mal Foulspiele machen, Meckereien, Schimpfereien untereinander, sind wir dann halt gezwungen, Punkte abzuziehen. Aber wie gesagt, also die Kinder, die Jugendlichen, die Mädels und die Jungs, die machen das ganz toll und versuchen da wirklich auch die Fairplay-Gedanken natürlich in den Vordergrund zu stellen. Dann gibt es natürlich noch ein Rahmenprogramm. Ja klar, der Kreissportbund Harz, der unterstützt uns hier ganz toll immer. Die sind dabei und haben Module dabei. Natürlich die Harz-Sparkasse ist mit vor Ort, die auch eine Verpflegung sicherstellt für die Spieler und natürlich dann unsere Partnerschule, das Stadtfeldgymnasium, wo wir heute Vormittag auch schon Workshops durchgeführt haben. Die sind da hier unsere Unterstützer und natürlich zu guter Letzt unser Bundesprogramm Integration durch Sport vom Landessportbund Sachsen-Anhalt. Für den ersten Durchgang für die Altersklasse bis 13 Jahre haben sich 62 Teams mit sehr fantasievollen Namen wie Harzer Hummeln, Hohle Nüsschen oder auch Power Girls gemeldet. In der Altersklasse ab 14 Jahre spielen 27 Teams. Auch in diesem Jahr sind wieder 13 Mädchenmannschaften dabei. Sie alle treten mit jeweils 3 Spielern ohne Torwart an und haben einen Ersatzspieler.
Unterteilt nach Altersklassen und Geschlecht treffen die Besten im Viertel- und Halbfinale aufeinander, um dann um den Sieg und die weitere Qualifikation zu spielen. Nach jedem Spiel erfolgt eine Fairplay-Auswertung am grünen Tisch. Als Fairplay-Botschafter konnten Schüler des Stadtfeld-Gymnasiums gewonnen werden. Ich finde, dass es wichtig ist, in die Welt Fairness zu bringen. Und es eine einfach coole Sache ist, wenn so viele Menschen von überall her und aus allen Altersgruppen zusammenspielen und halt darauf achten, dass sie fair spielen und nicht wie immer so einfach nur ums Gewinnen, sondern hier geht es ja darum, dass man miteinander spielt und deswegen gibt es ja auch diese Fairpunkte. Und es macht einfach Spaß zu sehen, wie man einfach Spaß haben kann und auch mit Leuten, die man gar nicht kennt. Und ich einfach finde, dass es eine coole Organisation ist. Also wir waren jetzt bei einem Workshop dabei, haben uns da sozusagen vorbereitet, waren jetzt heute zum zweiten Workshop dabei, wo wir uns die ganzen Regeln angeguckt haben, uns Sachen beigebracht wurden, die mit dem ganzen Thema Fairness zu tun haben, um ja hier jetzt fair urteilen zu können. Gemeinsam wird dann an einem Leuchtturm gebaut, der aus Legosteinen mit entsprechenden Fairplay-Beschriftungen besteht. Also Fairplay ist, wenn man nicht fault und so und sich halt also nett mit den anderen ist und sie nicht beleidigt und so. Für mich ist Fairplay, wenn man schon einen fault, dann entschuldigt man sich dafür, geht nicht weg und man bleibt auch immer fair. Nicht abklatschen und nicht böse Teilen sein. Kein Handspiel. Kein Bein hinhaltet. Ja, dass man nicht schummelt und den anderen verletzt. Dass man sich nicht kampelt und dass man dass man einfach fair spielt, dass man nicht fault und dass man nett zueinander ist. Dass man keine Grätschen macht oder so. Diese Veranstaltung ist ein Highlight für die Kids und Jugendlichen und durch die Unterstützung der Hartsparkasse sind die Teilnahme, die Betreuung sowie die gastronomische Versorgung wieder kostenlos. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Die Wetteraussichten werden präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt. Am Mittwoch ist es den ganzen Tag über sonnig. Am Morgen bleibt der Himmel klar bei Frühwerten von 8 Grad. In der Mittagszeit steigen die Höchstwerte auf 21 Grad an und die Sonne scheint weiter. Abends befinden sich die Werte bei 19 Grad und es sind keine Wolken am Himmel zu sehen. In der Nacht ist der Himmel klar und die Sterne sind zu erkennen bei Temperaturen von 12 Grad. Die Aussichten für Donnerstag sind ein blauer Himmel mit viel Sonnenschein und Höchstwerten von 22 Grad. Düsse, Ihr Fachhändler in Halberstadt mit vielfältigen Leistungen und umfangreichen Angeboten. Zum Beispiel Spezialschuhe für Diabetiker mit individuell adaptierter Fußbettung aus der eigenen Werkstatt. Wir haben auch das passende Elektromobil für Sie. Lassen Sie sich kompetent beraten und betreuen, damit Sie auch weiterhin aktiv am Leben teilhaben können. Ihr Düsse, Sanitätshaus und Orthopädietechnik in Halberstadt und Oschersleben. Erleben Sie bei Schubinski innovative Produkte für höchste Ansprüche und Technik und Lösungen mit Leidenschaft. EP Media Park Schubinski. Mein Service macht den Unterschied. Entdecken Sie die neue Vielfalt in der erweiterten Merchandise-Abteilung. Große Auswahl an Artikeln mit Motiven der bekannten und beliebten Serien wie The Walking Dead oder Game of Thrones sowie Plüschtiere der Nintendo GameStars. Lassen Sie sich zu diesen Angeboten gern bei uns beraten. Das erfolgreichste Tourismusprojekt in Sachsen-Anhalt hat Geburtstag. 25 Jahre Straße der Romanik. Heute gehören 88 Bauwerke entlang des 1000 Kilometer langen Weges dazu. Entdecken Sie Klöster, Dome, Schatzkammern, aber auch die kleine Dorfkirche von nebenan. Feiern Sie mit während der Festwoche vom 6. bis 13. Mai mit dem Romanik-Tag am 12. Mai als Höhepunkt. Das umfangreiche Programm finden Sie unter www.straßederomanik.de. Zeit, sich mit der Geschichte von Sachsen-Anhalt zu beschäftigen. Denn das Wissen um die Vergangenheit gehört zum Hashtag Moderndenken. Sachsen-Anhalt, hier macht das Bauhaus Schule.
AOK-Versicherte haben es besser und zahlen auch 2018 nur 14,9%. Die AOK bleibt die günstigste Krankenkasse Sachsen-Anhalts. Noch nicht AOK-versichert? Dann schnell wechseln und früher sparen. Alles Wissenswerte dazu erfahren Sie unter www.besserhaben.de. Frisches Design aus Frankreich für den Harz. Der Citroën C4 Cactus mit Airbump-Technologie. Ein Kompakt-SUV mit Persönlichkeit, voll moderner und nützlicher Technologie und Motoren der neuesten Generation. Lernen Sie das innovative Fahrzeug bei einer Probefahrt kennen. Das Team Konrad im neuen Citroën Autohaus in Quedlinburg, Bicklingsbach 4, präsentiert Ihnen auch gern die weiteren Modelle von Citroën und bietet Ihnen besten Rundumservice zu attraktiven Konditionen. Le cœur, le caractère. Citroën. Yippie, yippie, yippie! Und wieder ein zufriedener Möbelmüller-Kunde. Möbelmüller in Thale bringt tolle Möbel und Küchen. Qualität, an der Sie lange Freude haben. Die Möbel von Müller. Möbelmüller in Thale. Das erste Einrichtungshaus in Sachsen-Anhalt mit TÜV-geprüfter Servicequalität. Yippie, yippie! Stadtwerke Blankenburg. Kompetenz vor Ort. Wir bieten Ihnen einen ausgezeichneten Kundenservice mit informativer und individueller Beratung. Machen uns mit erneuerbaren und alternativen Energien stark für den Klimaschutz und engagieren uns für die Menschen in der Region. Stadtwerke Blankenburg, Ihr Partner vor Ort. Alle Infos unter sw-blankenburg.de. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Tradition feiert Jubiläum. 40 Jahre Werkstätten für Denkmalpflege Quedlinburg. Der altehrwürdige Kaisersaal in Quedlinburg hat schon viele Feiern mit unterschiedlichen Menschen erlebt. Denn bereits 1895 wurde er eröffnet. Doch diesmal war das Publikum etwas Besonderes. Denn viele der geladenen Gäste sind mit alten Gebäuden mehr als nur vertraut. Es sind die Spezialisten, die schon viele historische Häuser und Bauten überall in Deutschland vor dem Zerfall gerettet und ihnen neues Leben eingehaucht haben. Begrüßt wurden sie von Dirk Becker, dem Geschäftsführer der Werkstätten Quedlinburg GmbH. Diese traditionsreiche Firma kann in diesem Jahr auf ihr 40-jähriges Bestehen zurückblicken und hatte daher zu einer kleinen Jubiläumsfeier in den historischen Kaisersaal eingeladen. Gekommen waren alle. Ehemalige Geschäftsführer und Mitarbeiter, die Architekten sowie befreundete Unternehmen der Werkstätten. Aber natürlich auch Gäste aus Politik und Wirtschaft. Denn mit derzeit 116 Mitarbeitern ist die Denkmalpflege Quedlinburg auch ein wichtiger Arbeitgeber in der Region, insbesondere natürlich auch für Handwerker. Zudem ist Quedlinburg mit seinen vielen historischen Bauten eine Weltkulturerbestadt. Und diese historische Substanz benötigt für den Erhalt spezielle Fachkräfte in allen Gewerken. Daher gibt es in der ganzen Stadt auch kein altes Gebäude mehr, an denen die Mitarbeiter der Werkstätten für Denkmalpflege Quedlinburg nicht schon Arbeiten mit viel Herzblut ausgeführt haben. Das Lieblingsprojekt der Firma war der Reiter am Dom in Halberstadt und natürlich der Schlossberg in Quedlinburg. Das liegt der Firma sehr am Herzen und das sind auch die interessantesten und wichtigsten Objekte für die Firma. Zurzeit hat das Handwerk ja wieder goldenen Boden, viele Aufträge, es ist sogar Knappheit, Handwerk überhaupt zu finden, aber es gab ja auch mal andere Zeiten. Wie schwer ist es denn, ein so großes Unternehmen mit über 150 Arbeitsplätzen auch jedes Jahr durchzubringen? Das ist schon eine Aufgabe, die man in den schwierigen Zeiten, sprich in Jahre um die Jahrtausendwende herum, hat es sehr viel Kraft gekostet, solche Unternehmen zu führen und da die Aufträge zu gewinnen. Es ist jeden Tag oder jedes Jahr eine neue Aufgabe.
Im Moment ist die Auftragslage ja sehr gut und in diesem Moment ist es nicht so problematisch, aber es werden uns garantiert auch wieder andere Zeiten erwarten. Sie bauen ja keine neuen Häuser, sondern Sie sanieren und restaurieren alte Gebäude. Wie viel Herzblut hat man denn für so ein Gebäude dann auch über? Gerade die Sanierung, das hat sehr viel mit Herzblut und sehr viel mit Ideologie zu tun. Und was man auch immer wieder in der Sanierung feststellen muss, es hat sehr viel mit Kommunikation zu tun, um alle Beteiligten am Bau zufriedenzustellen, weil es hierfür keine Gesetze und Vorgaben gibt, sondern wir müssen immer versuchen, das für alle Beteiligten das Beste herauszufinden. Angefangen hat die Betriebsgeschichte der Werkstätten am 1. April 1978 in Quedlinburg. So die ehemalige geschäftsführende Gesellschafterin Christina Fischer-Gerloff. Damals erinnerte sich die DDR-Führung angesichts bevorstehender Feierlichkeiten und Ehrungen an die Verpflichtung zur Restaurierung kulturellen Erbes und zur Wahrung von traditionellen Handwerkstechniken. Die Werkstätten wurden gegründet. Waren es noch 1978 27 Mitarbeiter, so wuchs der Betrieb bis zur Wende 1989 auf 230 Mitarbeiter an. Auch für die Werkstättendenkmalpflege Quedlinburg war die damalige Wendezeit nicht einfach. Viele Mitarbeiter verließen das Unternehmen, um im Westen Geld zu verdienen. Eigentümer des volkseigenen Betriebes wurde über Nacht die Treuhandanstalt Halle, die versuchte, das Unternehmen zu verkaufen. Nach langwierigen Verhandlungen entschieden sich vier Mitarbeiter, die Werkstätten in einem sogenannten Management-Buyout-Prozess zu übernehmen. Darunter auch Christina Fischer-Gerloff, die bereits seit 1978 für den Betrieb arbeitete. Zu DDR-Zeiten waren wir insgesamt in 10 Gewerken tätig und haben ja überwiegend an öffentlichen, also heißt an staatlichen Bauten gearbeitet. Damals war es eigentlich so, dass man sehr planbar die Aufträge bekam, für einen gewissen Zeitraum eben Gesanierungsabschnitte, zum Beispiel an großen Burganlagen, an Schlössern und so weiter zu machen. Und wir hatten dort in den Gewerken die Baugewerke, also Maurer, Zimmerer, Dachdecker, Steinmetzen, dann Stuckateure, Vergolder, Maler, also auch diese Spezialgewerke. Und wir hatten zudem noch einen Planungsbereich, sprich eine Architekturabteilung und eine Restauratorenabteilung. Zu DDR-Zeiten hatte der Betrieb ja über 200 Mitarbeiter und dann kam die Wendezeit 89-90. Wie ist denn da das Unternehmen durchgekommen? Ja, es war so, dass zu Wendezeiten eigentlich ja niemand so richtig wusste, wohin es geht. Es haben sich etliche Handwerker anderweitig orientiert, um im Westen eben Westgeld zu verdienen. Die Restauratoren und die Architekten haben sich überwiegend verselbstständigt, einfach dem geschuldet, dass man unter einem Dach das nicht sozusagen machen kann, Bauplanung bis zur Ausführung. Aber wir hatten eben auch sehr, sehr viel zu tun, das darf man nicht vergessen. Es gab einen riesen Nachholbedarf an Bauleistungen, an Arbeitsleistungen und dadurch ist das kompensiert worden. Dass man einfach gezwungen war, sich auf die neuen Verhältnisse einzustellen und wir hatten den großen Vorteil, sage ich immer, wir hatten keinen wissenschaftlich-technischen Fortschritt. Dadurch, dass man immer traditionelle Handwerkstechniken vermittelt hat und nicht auf Maschinen großartig angewiesen war, konnte es relativ nahtlos weitergehen. Ich denke mal, es mussten ja damals auch neue Arbeitsmittel gekauft werden. Das war ja auch wahrscheinlich für die Gesellschafter damals auch eine heikle Angelegenheit. Das ist richtig, aber wir hatten nicht diesen großen Investitionsbedarf. Wir haben sicherlich, ich sage jetzt mal, einen Teil Bohrmaschinen gekauft, auch mal eine Abrichte, die hat vielleicht 30.000 Mark gekostet. Aber wir hatten niemals diese Investitionsanforderungen, dafür Millionen gleich Anlagen hinstellen zu müssen. Wir konnten das sukzessive aufbauen. Und das war genau genommen ein sehr guter Vorteil, ein großer Vorteil, dass wir uns dadurch an die neue Situation doch einfacher gewöhnen konnten. Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft für das Unternehmen? Also ich habe das ja gesagt, mit der Übergabe sind einige Neuorientierungen erfolgt, es sind große Investitionen erfolgt. Ich wünsche sehr, dass der Geschäftsführer, der Herr Becker, dass der gesund bleibt, dass er weiterhin eine Mannschaft hat, die hinter ihm steht, die ihm gegenüber loyal ist und die faktisch die Aufgaben entsprechend bewältigt. Von 1989 bis heute sind die Werkstätten Quedlinburg eine Erfolgsgeschichte. Viele bedeutende Bauten wurden restauriert und saniert. Darunter der Dom in Halberstadt, die Weiße Villa in Aschersleben, der Bahnhof in Halberstadt, das Rathaus in Wernigerode, die Stiftskirche in Quedlinburg, das Schloss Harzgerode,
und das Geburtshaus von Werner von Siemens in Lehrte bei Hannover, um nur einige wenige Beispiele aufzuführen. Alte Gebäude zu sanieren ist nicht ganz einfach. Viel Spezialwissen und Erfahrung sind nötig. Deshalb ist es wichtig, dass dieses Wissen von den älteren Handwerkern auch an die nachfolgenden Generationen weitergegeben wird. Also eigentlich ist es so, dass das wirklich weitergegeben wird, Learning by Doing, wie man heute so schön sagt. Wir haben von Anfang an großen Wert gelegt auf die Ausbildung von jungen Leuten, die heranzuziehen an die Arbeit und gute Gesellen gehabt, gute Meister, die dieses Wissen vermitteln. Und so ist es eigentlich heute auch noch. Für die Städte Quedlinburg, Thale und Westerhausen sind die Werkstätten für Denkmalpflege nicht nur ein wichtiger Ausbildungsbetrieb, sondern auch ein Unternehmen, das mit seinen Mitarbeitern und ihrer Arbeit weit über die Region hinaus für den Harzkreis wirkt. Ja, ich denke, wir haben heute bei der Festveranstaltung gehört, wie viele positive Spuren schon hinterlassen worden sind in der ganzen Bundesrepublik. Es ist ein Unternehmen, was in der Champions League der Denkmalpflege spielt, ein Aushängeschild für die Stadt Quedlinburg und natürlich auch für Thale, weil auch in Thale selber sind positive Spuren hinterlassen worden. Das sieht man am Bahnhof Thale und ich bin froh, dass wir so viele gute Leute haben, auch Handwerksmenschen, die im Prinzip dieses Handwerk auch weitergeben und damit ein Aushängeschild für unsere Region sind. Ja, das Unternehmen Werkstätten für Denkmalpflege GmbH ist ein sehr, sehr wichtiges Unternehmen, auch nicht nur für den Ort Westerhausen, für die ganze Region. Ich bin natürlich speziell ganz stolz, dass sie zu uns gekommen sind vor vielen Jahren. Damals waren wir ja noch eigenständig, durch die Gebietsreform hat sich das ja nun alles geändert. Aber wie gesagt, das ist ein ganz, ganz wichtiges Unternehmen und arbeitet auch zu jeder Zeit eng mit mir und auch mit allen anderen zusammen. Also ich denke, für die Welterbestadt Quedlinburg ist das Unternehmen sehr, sehr entscheidend und wichtig. Ich habe das versucht auch vorhin deutlich zu machen. Es geht in verschiedenste Richtungen. Ich denke, es ist ein Spezialunternehmen mit den Gewerken, die, sage ich mal, natürlich große Aufträge machen können, aber auch filigrane kleine Aufträge. Und sie haben natürlich erfahrene Handwerksmeister. Sie haben erfahrene, was viele Unternehmen nicht haben, die das noch zusätzlich binden mit den Restauratoren. Und sie sind natürlich in ihrem Mitarbeiterstamm auch in den Erfahrungen in Quedlinburg versiert. Sie wissen also von Beginn an, um welches Grundstück es sich handelt. Es gibt die Verbindung zur Denkmalschutzbehörde, was im Sanierungsgebiet der Welterbestadt ganz, ganz wichtig ist, sodass es für uns eine optimale Verbindung ist. Wir haben, das habe ich auch deutlich gemacht, gemeinsame Erfolge seit 1990, auch schon davor natürlich seit 1990. Und wir werden natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten der Finanzierung, aber nach den Vergabegrundsätzen immer das Unternehmen versuchen zu berücksichtigen aus den Erfahrungen, die wir auch haben. Und insofern ist es ganz, ganz wichtig, für uns, dass es ein Unternehmen A mit Tradition ist und B natürlich auch mit einer Perspektive, was die zukünftige Entwicklung betrifft. Auch die Werkstätten für Denkmalpflege spüren den Druck, dem viele Handwerksbetriebe momentan ausgesetzt sind. Es gibt demografisch bedingt immer weniger Bewerber auf einen Ausbildungsplatz und auch möchte kaum noch ein Schulabgänger einen handwerklichen Beruf erlernen. Die Suche nach Auszubildenden stellt sich von Jahr zu Jahr schwieriger dar. Wir haben aber über die Jahre viele Leute ausgebildet. Viele unserer Auszubildenden sind auch noch im Unternehmen tätig und haben das Wissen der Altgesellen schon über die Jahre übernommen. Nichtsdestotrotz suchen wir jedes Jahr neue Lehrlinge, um sie nach gutem Wissen und Gewissen ausbilden zu können. In allen die Gewerken, die wir am Bau begleiten. Was macht denn auch gerade für junge Leute den Reiz aus, alte Gebäude zu sanieren? Der Reiz des Bauens oder auch der alten Gebäudezusanierung ist erstens, dass wir nicht jeden Tag dasselbe machen. Wir wissen nicht am frühen Morgen, was am Tag auf uns zukommt, weil jedes Gebäude hat Überraschungen und hält Überraschungen für uns bereit. Ja, es ist auch vorhin schon gesagt, sind oft viele Überraschungen dabei. Was war denn die größte Überraschung bisher? So wie in dem Vortrag schon erläutert, war die größte Überraschung der Fund auf der Burg Falkenstein, wo eine zu Hohlraum geöffnet wurde, in dem Fundstücke von den alten Besitzern hinterlegt wurden, in den Kriegswirren und da versteckt wurden. Wie alt waren denn diese Fundstücke? Die Fundstücke wurden sozusagen in den Landesamt übergeben. Das genaue Alter und die genaue Herkunft haben wir nicht erfahren.
Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft? Für die Zukunft wünsche ich mir ein gutes Zusammenarbeiten mit meinen Mitarbeitern, stabile Auftragsbücher und immer, sage ich mal, schöne Objekte. Wer noch keinen Ausbildungsplatz hat, aber über handwerkliches Geschick verfügt und bereit ist, die Geschichte von Deutschland durch seine Arbeit zu erhalten, der ist bei den Werkstätten für Denkmalpflege Quedlinburg genau richtig. Auch für die nächsten Jahre sind die Auftragsbücher gefüllt. Die Mitarbeiter der Werkstätten haben zudem einen krisenfesten Job, denn die alten Gebäude und Bauten müssen erhalten werden. Und jeder weiß, wenn ein Dom nach vielen Jahren erst einmal fertig saniert ist, kann man auch schon wieder von vorne anfangen. Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige. Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Alle Angebote im Überblick finden Sie auch im RAV-Teletext ab Seite 301. Prävent pur von Foxy Moon. Denn Vorbeugen ist die bessere Medizin. Gehen Sie auf Zeitreise in Thale. Das DDR-Museum zeigt 40 Jahre DDR-Geschichte. Möbel, Technik, Bücher und Einrichtungsgegenstände, mit denen viele Erinnerungen verbunden sind. Das einzigartige DDR-Museum bei Möbel Müller in Thale ist montags bis samstags für Sie geöffnet. Ein toller Tipp für die ganze Familie. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Der Verein Resumpf lud gemeinsam mit dem Museum für Stadtgeschichte Dessau zum Pressegespräch in den Johannbau ein. Dort steht unter anderem das Modell der historischen Flussbadeanstalt Resumpf von 1780. Nachgebaut wurde es von Schülern des Philanthropinums. Anlass war die Vorstellung des Ausstellungsvorhabens Baden in freier Natur, der Resumpf, eines der ältesten erhaltenen Flussbäder in Deutschland. Wir wollen eine Ausstellung in freier Natur machen, also diese Fotos, die Leute bringen, dass wir die auch dort aufstellen, wo die aufgenommen worden sind. Nicht? Wenn die Leute von der Kegelbahn zum Beispiel Fotos bringen, dass sie dann vor der Kegelbahn aufgestellt werden, vor den Badekabinen. Oder dass man natürlich auch die Badekabinen aufmachen kann und sieht, wie war das damals eingerichtet, was haben die Leute damals da drin gehabt, wie haben die da drin gewohnt, wie sie das ja immer so erzählen, nicht? Mit ihren ganzen Liegestühlen, mit ihren Kühlschränken und mit ihrem Essen und solche Dinge, sodass man das ein bisschen nachempfinden kann, wie das damals auch war und dass wir dann auch die Zitate von dem, was die Leute erzählen, dann da aufhängen, dass man vielleicht das auch hören kann, was die Leute dann uns in Interviews erzählen, vielleicht auch in Videoaufnahmen dann noch sehen. Und wir wollen dann natürlich dann auch Metallschilder aufstellen an jedem einzelnen wichtigen Ort. Und das soll dann auch für immer bleiben. Also es ist natürlich so, dass wir nicht alles für immer zeigen können, aber bestimmte Sachen sollen da schon bleiben.
Sollte das Ensemble vor gar nicht allzu langer Zeit abgerissen werden, hatte sich der Verein für die Erhaltung stark gemacht. Nun hat man Fördermittel der Ostdeutschen Sparkassenstiftung erhalten, um eine Ausstellung zur Geschichte eines der ältesten Flussbäder in Deutschland und zum 100-jährigen Bauhausjubiläum durchzuführen. Natürlich haben wir den Wörlitzer Park und das Bauhaus, aber die Bürger sehnen sich nach Plätzen, wo sie sich einst tummelten. Wenn sich Bürger daran beteiligen, dann lebt das Ganze. So werden auch Familien bewegt und deshalb unterstützen wir das Projekt, sagte Katrin Abbe von der Stadtsparkasse Dessau-Roßlau. Auch hat man einen Bezug zum kommenden Bauhausjubiläum finden können. Neben Hugo Junkers, der hier dieses Badehaus sein eigen nannte, waren die vielen Bauhäusler, also Studenten und Dozenten, im Flussbad anzutreffen. Auch die Abus Wasserballmannschaft trainierte am Rehsumpf und viele Dessauer erinnern sich gern an diese Zeit. Auch Jürgen Vollert, heute 69 Jahre alt, konnte einige erstaunliche Geschichten erzählen. Er hat die Sommer im Resum verbracht, war sein Vater doch Schwimmmeister im Bad und lebte auch dort. Hier hat Jürgen Vollert auch das Schwimmen gelernt. Kaltes Wasser, das war. Ich wäre ja auch fast mal ertrunken in der fließenden Mulde, bin ich reingefallen, aus eigener Dummheit. Und dann hat mich ein Schwimmer rausgeholt und hat, meine ersten Worte waren, aber hier ist es wärmer. In der fließenden Mulde. Aber drüben, mein Gott, wenn man einmal drin war, wie immer, dann hat man sich dran gewöhnt und dann wollte man nicht mehr raus, bis die Lippen blau waren. Gesucht werden nun Zeitzeugen, Fotos und vieles mehr, die das Freizeiterlebnis am Rehsumpf dokumentieren. Welche Gegenstände noch gebraucht werden, erklärte Elisabeth Kremer, die Vorsitzende des Vereins Rehsumpf. Wir würden uns sehr wünschen, dass viele kommen und eben uns ihre Erinnerungen überhaupt erzählen. Wir können die alle zum Kaffee trinken einladen und dann können sie ihre Fotos auch mitbringen und uns zeigen. Und wir können dann darüber sprechen, wie war das eigentlich damals? Weil eben genau diese Fotos und diese Erinnerungen machen überhaupt den Rehsumpf wieder lebendig und lassen für alle wieder den Rehsumpf so erstehen, wie er damals war. Und jeder kann sich das dann auch mehr vorstellen, was ist damals eben da am Rehsumpf passiert. Und das würde uns sehr viel helfen und ich denke, das würde auch allen anderen sehr helfen und außerdem sehr interessieren. Das ist nämlich überhaupt das Spannende am Rehsumpf oder an dieser Ausstellung, wenn Leute kommen und uns was eben erzählen. Das andere ist aber auch noch, wenn Objekte noch da sind. Das ist vieles wird ja weggeworfen, das ist immer so schade. Aber wenn so diese Schwimmangel oder Schwimmgurte oder Schwimmflossen, aber auch Picknickkörbe und Kühlschränke oder alles, was man da irgendwie so, Liegestühle, alles, was man damals so verwendet hat, Bälle, also mit denen man gespielt hat, all das wäre wichtig, das uns zu bringen. Und damit kann man dann auch den Rehsumpf sozusagen inszenieren für diese Ausstellung. Also wäre toll, Leute, schaut euren Dachboden durch, schaut die Keller durch, was ist da noch über? Abgegeben werden können die Sammlerstücke im Museum für Stadtgeschichte, aber auch beim Verein Rehsumpf. Da die Flussbadeanlage am Rehsumpf in das Programm Bauhaus macht Schule des Landes Sachsen-Anhalt aufgenommen wurde, wird die Ausstellung Baden in freier Natur im Frühjahr 2019 zum Jubiläumsjahr der Bauhausmoderne neu eröffnen und die dazugehörigen Geschichten und Erinnerungen in den Holzkabinen wieder lebendig werden lassen. Wie zufrieden ist man, dass der Rehsumpf wieder solch eine Aufmerksamkeit erfährt? Ganz großes Gefühl. Ich bin der Meinung, die Einmaligkeit von dieser Badeanstalt, die muss erhalten bleiben. Und es ist ein absoluter Ort, wo man sich erholen kann, wo man relaxen kann, Kraft tanken kann, Sonne tanken kann. Es ist wunderbar da draußen. Das Küchenstudio Spiegelstraße in Halberstadt. Ihr 1A-Fachhändler vor Ort bietet alles, was das Herz begehrt. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Montage wird Ihr Küchentraum zur Wirklichkeit. Die Veranstaltungstipps werden präsentiert vom Küchenstudio Spiegelstraße. Am Donnerstag, den 19. April, lädt das Hasseröder Borghotel zum Puppentheater der Liederdieb ein. Während des Stückes entwickelt sich eine spannende Liedersuche zum Mitmachen, Mitlachen und Mitdenken. Da es sich um eine Liederkrimi handelt, wird das Puppentheater für Kinder ab 4 Jahren empfohlen.
Natürlich ist auch der Rest der Familie zu freiem Eintritt herzlich eingeladen. Nächsten Donnerstag findet in der Bartholomäuskirche in Blankenburg die erste Veranstaltung Wort und Musik 2018 statt. Es werden Texte zum Thema Wer glaubt, wird selig vorgelesen, sowie auch Stücke aus drei Stilepochen auf der Orgel gespielt. Der Eintritt ist frei. Methamphetamine wie Crystal sind auch im Landkreis Harz auf dem Vormarsch. Aus diesem Grund wurde die Überschrift Drogen im Harzkreis zum zentralen Thema des zweiten Roland-Stammtisches gewählt. Erster Kriminalhauptkommissar und Sachgebietsleiter für Jugend- und Rauschgift beim Polizeirevier Harz, Holger Eheleben, wird uns am 3. Mai in seinen knapp einstündigen Ausführungen die Auswirkungen und Entwicklungen erläutern. Sie werden überrascht sein. Beginn ist 18 Uhr im Hörsaal des Gymnasiums Martineum in Halberstadt und um eine schriftliche Anmeldung bis zum 23. April unter der eingeblendeten Adresse wird gebeten.